Hätte ich gewusst, dass das so lange mit der Bombe dauert, dann hätte ich jetzt nicht noch rumgequatscht. Nein, er schießt mich bitte nicht. Bitte nicht, ich muss es noch hinbekommen. Oh Gott, Leute, nein, es wird so knapp, es wird so knapp. Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute zocken wir mal wieder die GTA 5 SWAT bzw. SEK Mod. Ja, nach 10 Monaten knapp kommt jetzt auch endlich mal wieder eine Folge davon. In der letzten Zeit kam ja fast nur LSPDFA. Aber gut, ich würde sagen, wir beginnen dann jetzt auch und wie ihr sehen könnt, haben wir auch unser SEK Einsatzschild mit am Start. Auf jeden Fall, Leute, wenn ihr andere coole GTA 5 Mods kennt, die ich vielleicht mal in einem Video spielen könnte, dann schreibt es mir gerne mal jetzt in die Kommentare. Und wer weiß, vielleicht spiele ich dann ja in einem der nächsten Videos euren Modvorschlag. Ich würde aber sagen, wir beginnen dann jetzt auch erstmal mit der Einsatzbesprechung. Der erste Einsatz wird schon mal mega riskant, Leute. Und zwar, ihr seht's, es ist an der Baustelle in Los Santos. Und das ist ja schon mal, ja, nicht ganz so gut abgesichert, das Ganze. Und das befindet sich noch im Bau. Auf jeden Fall, hier auf diesem Gelände haben sich mehrere bewaffnete Personen verschanzt. Wir müssen jetzt einfach mal da anrücken und diese ganze Situation aufklären. Wir können jetzt entweder hier vorne reingehen, hier hinten oder mit dem Helikopter. Und ich würde sagen, Helikopter klingt ganz nett. Lassen wir uns da einfach mal hinfliegen. Ja, Leute, wir starten jetzt hier an unserer SEK-Einsatzbasis. Ja, die Kollegen sind auch schon dabei. Wir haben hier, ja, drei weitere Kollegen. Und ich würde sagen, dann fliegen wir da jetzt erstmal ganz gemütlich hin. Ja, Leute, da hinten sieht man schon die Baustelle. Ich hoffe auf jeden Fall nicht, dass da irgendwie ganz oben drauf sich welche von denen verschanzt haben. Das wäre ein bisschen blöd, wenn wir dann da hoch, ja, hochklettern und dann irgendwie runterfallen oder sowas. Aber, ja gut, wir haben ja den Helikopter. Also, dann würde ich sagen, hier gleich kannst du uns dann auch rauswerfen, lieber Pilot. Oder, ja, am besten nicht rauswerfen, sondern abseilen lassen. Da unten wurde, glaube ich, schon ein bisschen abgesperrt hier, oder? Ja, hoffe ich jetzt einfach mal. Oh, lol, wir werden schon beschossen. Das war's damit, aufklären. Ja, am besten Seile raus, Seile raus. Oh Gott, ich kann den leider nicht rausschießen. Deswegen abseilen, Kollege. Direkt abseilen. Okay, hier sind schon die Seile. Das heißt, es geht jetzt runter. Und ich hoffe, ich werde auf dem Weg nach unten nicht abgeschossen. Oh Mann, Leute, das wird jetzt spannend. Wir müssen uns auch direkt eine Deckung hier irgendwo suchen. Nein, der Kollege ist... Oh, Mist, Mist. Einer unserer Kollegen ist schon getroffen. Ich muss den jetzt ein bisschen Rückendeckung geben. Von wo wurde denn hier geschossen? Okay, mal gucken. Die anderen Kollegen kommen jetzt auch runter. Oh Mann, ich hoffe, die werden jetzt auch nicht abgeschossen. Leute. Okay, da hört man schon die Verstärkung kommen. Wenn wir denn überhaupt Verstärkung bekommen, ich denke mal nicht. Aber gut. Wo sind die? Wo sind die? Leute, wo sind die? Ah, moin. Ihr seid sicher gelandet, perfekt. Okay, kommt mal mit. Ich weiß noch nicht, woher die Schüsse kommen, ne? Oder kam. Okay, Kollegen. Ah, die Kollegen, die machen schon den Zugriff hier. Alles klar. Wo sind sie? Einer wurde schon getroffen hier wieder. Ah Mist, das könnte einer der Baustellenmitarbeiter sein. Mist, Mist, Mist. Okay, sehr unübersichtlich hier. Mehrere Personen. Ja, der Kollege. Leute, der Kollege, der macht hier schon die ganze Arbeit für uns. Okay, nehmen Sie mal die Waffe weg. Ne, den haben wir. Hier ist auch jemand von der Baustelle. Das ist ein bisschen schwierig hier zu unterscheiden zwischen, ja, Mitarbeitern bzw. ja, den Leuten, die hier halt arbeiten und den Terroristen. Aber da vorne ist auf jeden Fall um die Ecke einer. Den kriegen wir. Ja, wir können noch eine Granate eigentlich werfen. Ja, mit Granaten haben wir eigentlich nicht so viel gute Erfahrungen gemacht in den letzten Folgen, aber... Ah, da haben wir ihn. Haben wir ihn? Ich weiß es nicht. Nein! Also, okay. Oh, ein Glück, dass das Gebäude hier nicht einstürzt, ne? Da ist noch einer, aber auch ein Mitarbeiter. Mist. Okay, Kollege, wo bist du? Wo ist mein Kollege? Ah, da vorne ist er. Okay. Ja, der Kollege, ihr seht schon, der ist wirklich nützlich hier. Oh Gott, ich erschrecke mich hier immer. Mist, Leute. Okay, nach oben geht's wohl. Kollege, alles gut. Alles gut, den kriegen wir. Den kriegen wir. Wo ist hier einer? Oh Mann. Oh Mann, Leute. Nein, hier ist einer. Hinter uns. Aber wo? Aber wo nur? Ah, hier sind viele. Oh Mann. Leute, scheiße. Ich werde von allen Seiten getroffen. Alter. Oh mein Gott. Das wäre eigentlich so ein Moment für unser Einsatzschild. Wo sind die? Wo sind die? Leute, ich habe mega Angst. Das ist fast wie so ein Horrorspiel, dass sie überall um die Ecke kommen können. Wir sind jetzt auf uns allein gestellt. Wir müssen uns gleich mal eine neue Rüstung anziehen oder so. Okay, Leute. So. Ah, da vorne liegt unser erster Kollege, der da schon beim Abseilen getroffen wurde. Okay, ich... Oh, nein. Werd wieder hier abgeknallt. Ich würde sagen, Einsatzschild holen wir mal raus und gucken mal, wie viel das bringt. Oh, oh Gott, oh Gott. Leute, von wo werde ich denn hier beschossen? Ich weiß es nicht. Alter, Leute, von wo? Das Ding ist, er trifft nicht mal. Ah, da ist jemand. Den haben wir, den haben wir. Okay, gut. Hier, es schießt hier dauerhaft irgendeiner rum.
Okay, Leute. So. Waffe nehmen wir mal. Beziehungsweise Schild nehmen wir mal hier raus. Na gut, mit dem Schild kann man leider nicht so toll gucken. Na? Irgendwo hier sind noch welche, die schießen. Ich weiß nur nicht von wo. Okay, los. Wir rücken jetzt einfach mal vor. Hier ist keiner. Hier ist keiner. Okay, alles klar. Können wir hier irgendwie hochgehen? Ich glaube nicht. Das klingt irgendwie so, als ob von oben, als ob von oben geschossen wird, ne? Ja, Leute, wir müssen uns hier irgendwie ein bisschen zeigen, damit die aus ihrem Versteck rauskommen. Aber ich weiß echt nicht, wo die sind. Oh Mann, Leute. Leute, ich glaube, die erschießen die ganze Zeit hier irgendwelche Bauarbeiter. Das heißt, wir müssen eigentlich eingreifen. Aber ich weiß nicht, von wo genau das kommt. Das könnte jetzt hier sein. Ne, das ist auf jeden Fall da drüben. Okay, wir müssen jetzt wieder runter. Wenn wir zum Einsatzfahrzeug kommen, dann könnten wir uns nochmal ein bisschen neues Equipment holen. Ah, da ist jemand. Ja. Okay. Hier sind sie, glaube ich. Hier sind sie. Okay, vorsichtig. Ganz vorsichtig. Oh Gott. Oh Gott, Leute. Die haben auf jeden Fall... Die haben sehr viel Spaß hier. Die haben sehr viel Spaß. Oh Mist, Leute. Okay. Ja, ich sammle hier auch ein paar neue Waffen immer auf. Das ist auf jeden Fall gut. Hier hat der noch was? Nee. Okay, von da kommen die Schüsse. Es wird immer lauter. Also, die haben hier wirklich eine richtige Metzelei gerade. Na, hier ist keiner. Oh, nein. Nein, ich fall runter. Oh Gott, ich hab's überlebt. Ja, ich hab... Oh, Leute. Die Baustelle, da muss man wirklich aufpassen. Alter, hier wird überall geschossen. Ah, hallo. Der Herr, nehmen Sie mal die Waffe weg. Waffe weg. Fuck, Mann. Leute. Ich muss ja irgendwie raus zum Einsatzfahrzeug. Da können wir uns dann noch ein bisschen neu equippen. Müssen wir mal... Nein, von oben, von oben. Oh Gott, Leute. Oh Gott. Das werden wir nicht überleben. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Alle... Hier wird überall nur geschossen. Wir müssen hier schnell zum Einsatzfahrzeug kommen. Schnell zum Einsatzfahrzeug. Oh nein, nein. Mist, Leute, wir sind gleich tot. Oh Gott. Ich stehe hier unter Dauerfeuer. Wir müssen hier schnell weg. Schnell weg. Nein. Oh Gott, Leute. Nein. Ja, Leute, da sind wir auch schon außer Gefecht gesetzt und konnten diesen Einsatz leider nicht meistern. Ja, Leute, der Einsatz war tatsächlich zu schwierig für uns. Ganz, ganz unübersichtlicher Einsatzort. Einfach zu viele Täter und unsere Kollegen sind ja auch relativ schnell erschossen worden. Ich würde sagen, wir kehren jetzt zurück zur Basis und kümmern uns dann um den nächsten Einsatz. So Leute, hier in der Nähe von Sandy Shores bei diesem Biker-Versteck, dort befindet sich auch schon der nächste Einsatzort. Und zwar wurde hier eine Bombe platziert. Wir müssen jetzt dort tatsächlich in das Gebiet rein. Ich weiß, das ist durch diese ganzen Biker ein bisschen gefährlich, aber wir müssen jetzt wirklich dort dann unseren Zugriff machen. Ich würde sagen, wir werden einfach direkt mal mit dem Boot anrücken, weil das klingt auch ganz interessant. Also ja, ich würde sagen, dann drücken wir erstmal an. Okay, ja gut, dann werden wir hier einfach wohl... Ja, hintransportiert, alles klar. Kollegen, dann einmal mitkommen. Wir können uns natürlich jetzt hier anschleichen. Es gibt eine Bombe. Diese explodiert in, ja, knapp zwei, ja, beziehungsweise drei Minuten. Unten rechts seht ihr es. Wir müssen jetzt erstmal die Bombe aufspüren und gegebenenfalls, ja, wenn sich hier irgendwie Widerstand breit macht, diesen auch dann bekämpfen. Oh, wir müssen jetzt erstmal hier hochkommen. Alles klar, da vorne sind schon Kollegen, beziehungsweise wurde abgesperrt. Gut, jetzt müssen wir uns hier erstmal einen Überblick verschaffen und mal gucken, ob wir hier irgendwie die Bombe bemerken. Okay, Leute, ich höre es auf jeden Fall ganz leise piepen. So, die Kollegen da sind mehrere mit Waffen. Alles klar, wo sind denn... Oh nein, ich werde schon beschossen. Kollegen, kommt mal bitte. Ich brauche hier Hilfe. Alle mal zu mir kommen. So, Kollegen, kommt. Okay, ich hoffe, die Kollegen, die schnallen das jetzt auch endlich mal. Aber das Ding ist, es ist schon ein bisschen schwierig, hier hochzukommen. Da gebe ich euch recht. Okay. Also, Kollegen, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach den Zugriff. Kommt, los, los ist los. Wir müssen die Bombe auf jeden Fall finden. So, Vorsicht. Ja, erstmal einen Überblick machen. Ja, wo könnte die Bombe sein? Das hier? Nee, ist ne... Oh, lol. Nein, da vorne. Da wird schon auf uns geschossen. Alles klar, und da hinten auch. Mist, Leute. Das ist echt richtig schwierig, Leute. Ohne Witz. Ohne Witz. Wir haben nur noch eine Minute und 20 Sekunden etwa Zeit, um hier zur Bombe vorzurücken. Das ist echt Mist. Okay, die Kollegen, die rücken hier aber auch ein bisschen vor. Da ist einer. Den haben wir. Den haben wir. Okay, los, vorrücken. Vorrücken. Kollege, nein.
Da sind mehrere. Oh Mist, Leute. Mist. Okay, wir haben nicht mehr lange Zeit. Wir haben nicht mehr lange Zeit. Also, eine Minute noch. Hier ist die Bombe irgendwo. Das ist sie, glaube ich, oder? Nein, Mist. Da. Leute, wir stehen hier wirklich unter Beschuss. Da ist es schwierig, jetzt noch nach einer Bombe irgendwie Ausschau zu halten. Oh Gott, Leute. Oh Gott. Okay. 40 Sekunden haben wir noch Zeit. 45. Scheiße. Hier ist die Bombe irgendwo in der Nähe. Ah, Leute. Kollege, gib mir mal Rückendeckung. Das ist so unübersichtlich. Ohne Witz. Oh Gott. Hier ist die Bombe. Ich hab sie. Ich hab sie. Okay. Ich entschärf gleich, aber erstmal hier. Bisschen. Rückendeckung. Okay, 20 Sekunden habe ich noch Zeit. Das Problem ist, die konnten jetzt gleich einfach ankommen. Kollege, komm mal zu mir. Kollege, komm mal zu mir. Du musst mir jetzt Rückendeckung geben. Ich entschärf dann gleich. Okay. Kollege ist tot. Mist, Leute. Der Kollege ist... Aber hätte ich gewusst, dass das so lange mit der Bombe dauert, dann hätte ich jetzt nicht noch rumgequatscht. Nein! Er schießt mich bitte nicht. Bitte nicht. Ich muss es noch hinbekommen. Oh Gott, Leute. Nein. Es wird so knapp. Es wird so knapp. Ja! Haben wir es jetzt geschafft oder nicht? Also, wir haben die Bombe entschärft, sind dabei aber ums Leben gekommen. Ugh. Leute, das war aber mega knapp. Aber ich glaube, wir haben es geschafft, ja? Wir haben die Bombe noch entschärft, sind aber genau in dem Moment ums Leben gekommen tatsächlich. Ja, Leute, also ich würde sagen, wir haben uns da auf jeden Fall für die Gemeinschaft geopfert. Das war wirklich sehr knapp. Das Problem war jetzt, ich habe so ein bisschen rumgelabert, weil ich erstmal ein bisschen Rückendeckung eben brauchte. Denn genau das hatte ich befürchtet, dass gerade wenn ich die Bombe entschärfe, ich dann eben, ja, abgeknallt werde. Ist dann letzten Endes doch passiert, aber naja, kann man ja vorher eben nie wissen. Aber ich denke mal, wir haben es geschafft, die Bombe zu entschärfen. Also... Hoffe ich jetzt mal zumindest. So Leute, wir sind jetzt hier zurück in der Basis. Wir haben, ich würde sagen, bis jetzt einen halben Einsatz von 2 Einsätzen erledigt. Denn beim letzten weiß ich jetzt nicht so richtig, ob das als gewonnen gilt. Denn wir haben ja die Bombe anscheinend entschärft. Aber wurden eben getötet. Deswegen weiß ich das nicht. Aber auf jeden Fall, Leute, gucken wir mal, was wir jetzt für einen Einsatz haben. Und ja, es sieht so aus wie Human Labs. Das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich einen Zugriff im Labor machen. Im Labor befinden sich anscheinend wieder mehrere Terroristen, die jetzt einfach damit die Regierung erpressen wollen. Von einer Bombe wissen wir derzeit noch nichts. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass jetzt hier keine Bombe irgendwie platziert wurde. Aber wir müssen einfach mal die ganze Fabrik durchgehen. Und so... Da sind wir auch schon. Das Gute ist, wir können uns jetzt eigentlich theoretisch nochmal hier ein bisschen, ja, besser bewaffnen. Das werden wir dann jetzt auch erstmal machen. So, Leute, ich habe mich jetzt erstmal mit allen Kollegen hier ins Einsatzfahrzeug reingequetscht. Einfach, damit wir jetzt hier mal reinfahren können. Dann können wir auch direkt mal hier so einen kleinen Schutz mitnehmen. Okay, geht das hier auch auf? Komm, wir wollen hier rein. Ja, perfekt. Ja, das Ding ist, jetzt könnten ja natürlich auch schon welche... Nee, hier sind keine. Okay. Oder wir müssen jetzt vorsichtig sein. Ja, hier ist alles in Ordnung. Perfekt. Leute, das wäre jetzt richtig peinlich gewesen, wenn jetzt hier drin schon so ganz viele Leute auf uns gewartet hätten. Boah, dann hätten wir echt die Arschkarte. Aber gut. So. Aha. Wen haben wir denn da? Ist das ein Mitarbeiter oder einer unserer Feinde? Müssen wir mal gucken. Okay, Kollegen, ganz vorsichtig jetzt. Ja, das ist keiner unserer Mitarbeiter. Oder keiner der Mitarbeiter hier. Alles klar. Okay, ich glaube, den haben wir schon. Gut, Leute. Das Labor ist natürlich jetzt, könnte auch ein bisschen unübersichtlich werden. Aber ich freue mich, dass wir endlich mal hier so einen kleinen, ja, Gang durchlaufen können. Das ist ein bisschen angenehmer als... Hey, war da jemand? Hier ist irgendwo... Ah, da! Wie kommt der denn da hin? Leute. Okay. Hier brauchen wir erstmal kein Licht. Keine Taschenlampe. Können wir hier durch? Nee. Okay, Kollegen, kommt mit. Kommt mit. Ah, da sind welche. Alles klar. Haben wir, haben wir. Okay, Kollegen, ganz vorsichtig. So, ich würde sagen, wir machen das Ganze oder probieren das Ganze jetzt im Schnelldurchlauf. So, okay. Alle nehmen die Hände hoch, Polizei hier. Polizei, wir machen jetzt einen richtigen Zugriff. So, Leute, rein da. Rein da, wir müssen aber natürlich auch sorgfältig hier immer mal um die Ecken gucken. Nicht, dass hier irgendwo Leute auf uns warten, ne? Das kann ja sein, wie wir bei den anderen Einsätzen so bemerkt haben. Okay, hier ist keiner. So, Kollegen, kommt mit. Kommt mit, sie sind immer hinter mir. Perfekt. Jetzt gehen wir langsam hier rein. Langsam die Tür öffnen. Okay, ich höre schon Schritte. Ah, Mist. Ah, komm, wir müssen uns das jetzt einfach mal trauen. Asshole. Oh. Hallo, Opa. So. Ja. Ich hab gesagt, Waffen runter, ne? Okay, Kollegen sind hinter mir. Mist, 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 ich muss nachladen, ich muss nachladen. Kollegin, da ist jemand. Oh Gott. Manchmal kommt's mir so vor, als ob meine Kollegen nicht checken. Hier ist aber auf jeden Fall jemand. Hier ist... wo ist der? Hier war jemand. Ah, da ist er, ja. Okay, Leute. Ganz vorsichtig.
Wir dürfen hier nicht die Computer kaputt machen. Das ist eine wichtige Forschungseinrichtung. Okay, ich hoffe mal... Ne, hier ist keiner. Sieht nicht so aus. Gut. Ich weiß noch nicht, welche Türen alle hier zugänglich sind. Moment, Kollegen, kommt mal mit. Ja, vorsichtig. Ganz vorsichtig, Kollegen. Hier ist alles in Ordnung. Okay, das hört sich gut an. Das hört sich gut an. Ah, nicht wegrennen, der Herr. Nicht wegrennen. Ja. Keine hektischen Bewegungen. Oh, lol. Die sind hinter uns. Hinter uns sind welche. Okay, krass. Krass. Da ist auf jeden Fall jemand gerannt gerade. Kollege, dir wird's besser gehen. Alles gut. Du schaffst das. Du schaffst das, Kollege. Komm. Lass mich nicht im Stich. Mist. Okay, da waren wir ein bisschen unvorsichtig. Irgendwie ist jemand hinter uns tatsächlich gekommen. Hat's irgendwie geschafft. Okay. Ja, komisch. Ich würde sagen, wir schicken nachher ein Rettungsteam hier rein. Aber jetzt müssen wir uns erstmal selber retten. Okay, Leute, wir haben natürlich ein bisschen andere Waffen noch mit. Mal gucken, ob die besser sind. So. Oh, lol. Da ist welche. Oh, oh. Oh, oh. Okay, los. Rein da. Rein da. Alle rein. Ja, das Ding ist, durch das Glas kann man, glaube ich, nicht treffen. Den haben wir. Den haben wir. Okay, kommt, Leute. Kommt, Leute. Da hinten sind noch welche. Oh, lol. Hier sind viele. Hier sind viele. Kollegen. Kollegen, kommt. Oh Gott, Leute. Oh Gott. Scheiße, ich habe richtig Paranoia, dass ich hier wieder irgendwie sterbe oder so. Oh, 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 oh. Nein. Ich höre schon wieder. Ich höre schon wieder. Nein, da. Oh Gott. Leute, langsam, langsam nervt mich das hier auch. So, den haben wir. Den haben wir. Okay, Kollegen, wo seid ihr denn schon wieder? Kollegen, ihr müsst hier reinkommen. Los, hört auf mich. Ja, endlich. So. Okay, Kollegen, kommt mit. Hier könnten überall noch welche sein. Na, gesichert. Okay, wie groß ist denn das Labor überhaupt? Jetzt mal ohne Witz. Okay, Fahrstuhl ist auch soweit gesichert. Oh Mist, das wird jetzt blöd. Ja, ist immer scheiße, wenn so Ecken kommen, ne? Weil dann könnt ihr da wirklich entweder hier sein oder hier rechts, ne? Entweder links, rechts, nein. Es ist ein bisschen... Oh Gott, ich höre hier schon wieder Stimmen. Kollegen? Hinter der Tür wird uns was Lustiges erwarten, habe ich so das Gefühl. Irgendwas... Ah! Hallo der Herr, was machen Sie denn da? Ja, jetzt haben sie uns auch hier bemerkt. Alles klar. Okay, vorsichtig, Kollegen. Wir müssen, glaube ich, hier raus. Oh, 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 oh. Das wird ein Spaß. Hallo, nehmen Sie mal die Waffe weg. Waffe weg. Alles klar, die haben wir. Kollegen, mitkommen. Ist hier noch jemand? Nee. Alles gesichert. Okay, perfekt. Leute, so ein Stress hier. Da ist jemand. Ja, welche Waffe nehmen wir denn jetzt? Komm, nehmen wir mal die Pistole. Da können wir auch unser Schild direkt benutzen. Probieren wir das mal. Ja. Probieren wir mal, wie effizient das Ganze ist. Das ist natürlich eigentlich besser. Ja, perfekt, Leute. Perfekt, wir haben es geschafft. Nice. Okay, Leute, ihr seht's hier, wir haben 16 von 16 der Täter besiegt. Einer unserer Kollegen ist leider von uns gegangen, konnten wir dann auch nicht verhindern. War ein bisschen, ja, waren wir wohl ein bisschen unvorsichtig, aber wir haben es dieses Mal wirklich geschafft. So, Leute, der nächste Einsatz ist ein ganz besonderer. Und zwar befindet dieser sich in Michaels Haus. Die Leute von euch, die die GTA 5 Story gespielt haben, die kennen sich da sicherlich ein bisschen aus. Und ich bin jetzt einfach schon mal gespannt, wie das Ganze wird. Ich würde sagen, Zugriff machen wir jetzt sofort. Okay, Leute, da sind wir auch schon. Ich würde sagen, wir rüsten uns jetzt kurz nochmal hier ein bisschen aus. Und dann können wir auch schon den Zugriff machen. Beziehungsweise der Zugriff kommt zu uns. Okay, jetzt wird es hier wieder unübersichtlich. Alles klar, Kollegen, vorrücken. Kollegen, ins Haus rein. Los, 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 sofort rein da. Hände hoch, Waffe weg. Okay, Leute, ich habe das Gefühl, wir werden richtig gut. Ja, fast, 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 fast. Das war ein bisschen unvorsichtig. Aber, Leute, so. Moment, welche Pistolen haben wir alle? Ich würde sagen, ich gehe als erstes rein. So, mit dem Schild. Ich gehe vor. Ich gehe vor. Okay. Mist, 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 Mist. Ich muss nachladen. Okay, Leute, da ist noch jemand. So, Kollegen, kommt mal mit. Kollegen, reinkommen. Reinkommen, Kollegen. Wieso hört ihr denn nicht? Na, wir müssen die immer mal wiederholen. Kollegen, kommt rein. Okay. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach erstmal nach oben. Obwohl, wir müssen erstmal hier unten gucken, ob hier noch jemand ist. Also, Kollegin, mitkommen.
Na gut, hier ist erstmal so grob gesehen keiner mehr. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal nach oben. Ja, weil ich höre da schon irgendjemanden schreien. Also Leute, dafür ist das Schild jetzt wirklich geil. Wenn wir hier so ein bisschen um die Ecken... Okay, doch, hier unten ist doch jemand. Wir waren wieder unvorsichtig. Den haben wir, den haben wir. Okay, Leute. Gucken wir nochmal ein bisschen. Mist! Mist, Leute! Wir sind jetzt nur noch zu zweit. Und der eine Kollege ist draußen. Oh Mann. Okay, Kollege, komm jetzt. Kollege, komm. Komm her. Ah, ja. Gut, Kollege. Du bist da. Das erfreut mich. Aber, Leute, es ist wirklich fast wie im Horrorspiel. Ich höre hier Schritte und ich weiß nicht, ob die von meinem Kollegen sind oder von mir. Oder, von mir. Nee, von den anderen natürlich. Oh, nein. Wieder beschossen. Ich werde beschossen. Kollege, helf mir mal. Kollege, helf mir. Ja. Nice. Okay, Leute, anscheinend 12 Täter. Wir haben jetzt alle bekommen. Also, Leute, wir haben jetzt für das Ganze hier nur 2 Minuten und 13 Sekunden gebraucht. Also, das ist wirklich mal jetzt, ja, spitzenmäßig verlaufen. Echt, Leute. Oh, okay, so gut auch nicht, weil 2 unserer Kollegen sind dabei auch ums Leben gekommen. Aber ansonsten haben wir es wirklich in der Spitzenzeit gemeistert. Ja, Leute, das waren auf jeden Fall mal wieder ein paar stressige und vor allem komische Einsätze. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da. Wir sehen uns dann im nächsten Video, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.